bum, bum. Hey! Chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, tu t'enfermes pas dans ta... Wie ein Wirbelwind fegten am letzten Wochenende knapp 90 Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren am Areal der Burgruine Ligist herum. Verursacher für den Burgwirbel waren 4 Schülerinnen der HLW Schrödinger, die Veranstaltung anlässlich ihrer Diplomarbeit organisierten. Wir arbeiten seit September an dem Konzept und führen es jetzt eigentlich auf eigenem Interesse durch. Also haben alles in unserer Freizeit organisiert und das ist jetzt, ja, was dabei rausgekommen ist. Wir wollten einfach ein Projekt für die Region machen, vor allem für die Kinder. Und ja, so ist die Idee entstanden. Und vor allem die Burgruine, so oft findet nicht was statt und es ist so eine lukrative Location und für die haben wir uns eben entschieden. Angeboten wurde den Kindern auf der Burgruine ein abwechslungsreicher Nachmittag mit zahlreichen Programmpunkten. Die Kinder werden altersgemäß in 3 Gruppen eingeteilt und es gibt dann 3 verschiedene Workshops, die sich mit verschiedenen künstlerischen Elementen beschäftigen. Zum Beispiel die Kreativwerkstatt, da bemalen sie Platten, die eben später den Spielplatz schmücken werden. Dann gibt es das Mitmachtheater, da machen sie selbst beim Theater mit. Und dann gibt es noch den Musiktrubel, da machen sie mit ihrem eigenen Körper Musik. Einst waren es Burgfräulein und Ritter, die Burg Ligist bevölkerten. Dank Nadine Schleifer, Theresa Kraus, Stefanie Schinnerl und Hanna Leiter sind es mittlerweile die Kinder.